Und vor allem, der hat ja auch so ein Knockback da oben. Das ist unglaublich. Guckt euch das an, wie ich da wegfliege. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir haben heute das Kit Crafter und der Crafter besitzt eine mobile Werkbank, hat außerdem 7 Leder plus 6 Stöcke. Und für die neuen Leute, die dabei sind, hallihallo an euch. Und zwar ist diese Ender Kids Reihe eine Reihe, wo ich Kids vorstelle. Diese habe ich jetzt schon seit gut einem Jahr auf meinem Kanal. Und da seit längerer Zeit, ich glaube, das war, Moment, ich stelle die Sounds kurz leiser. Ich denke, das war am 7. Februar, genau, wurden die aktualisiert. Und das letzte Video, was kam, war das Känguru, das geupdatete. Und da ich in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr Zeit habe, jeden Tag wieder schön Videos produzieren kann, dachte ich mir, packe ich doch heute mal den Crafter. Und jetzt gleich vorab, für die Leute, die denken, oh mein Gott, kein Desperado, wieso kommt heute kein Desperado? Desperado kommt heute noch, nur ist es so, dass die Roleplay-Folgen nicht wie gewöhnlich, wie die normalen Desperado-Folgen schon mittags kommen, so um 14, 15 Uhr. Die Desperado-Roleplay-Folgen kommen wahrscheinlich meist erst am Abend. Das hat den Grund zufolge, weil ich mir da echt ein bisschen mehr Mühe geben möchte beim Schneiden und das nicht innerhalb von 5 Sekunden der Fall ist, so ein Video zu machen, denn da steckt ja immer auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit dahinter und deswegen ist das nicht so easy, wie manche das denken. So, gut, dann würde ich mir sagen, mache ich mir hier gleich mein Schwertchen und eine Hose und ein Hehl und das hier und da bin ich glücklich. So, zack, zack. Okay, den Speedblock hole ich mir. Perfekt. Was haben wir hier? Vergiftung. Okay, ich bin auch vergiftet, aber wahrscheinlich nur ganz kurz. So, beide geraggt. Er hat gedacht, er staubt uns ab. Goldapfel schnell reinsnacken. Falls irgendjemand jetzt noch kommen möchte und uns abstauben will, das finde ich, dem ich da nicht so nett von dem. So. 73 Blöcke ist wieder der nächste Gegner entfernt. Und da habt ihr auch schon gesehen, wie das Kit funktioniert. Und zwar habe ich eine mobile Werkbank, die ich einfach so öffnen kann und eben nicht hinstellen muss. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich praktisch. Vor allem, weil man einfach dadurch mobil wird. Man ist einfach mobil. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist teilweise total wichtig. Weil wenn du nicht mobil bist, dann bist du nicht mobil. Ui. So, den haben wir auch. So, das Leder können wir noch mitnehmen. Dann würde ich sagen, craften wir einfach gleich ein Diamantschwert. Ich meine, wenn wir schon so mobil sind, dann müssen wir das auch ausnutzen. Hier so. Perfekt. Und ich meine, es nimmt wirklich schon sehr viel Zeit in Anspruch, auch jedes Mal eine Werkbank zu holen und zu craften. Und da muss ich sagen, ist das Kit wirklich mega, mega gut. Und ja, also wie gesagt, wir haben halt teilweise wirklich den Vorteil, schnell noch zu craften, bevor jemand kommt, ohne dass man noch die Werkbank aufstellen muss oder sowas. Also das ist schon wirklich, wirklich nice. Das Problem ist halt, schätze ich, wenn die Werkbank mal weg ist, dann ist sie weg. Also dann denke ich nicht, dass du diese dann noch irgendwie bekommen kannst. Das ist halt vielleicht ein Nachteil, aber da gibt es ja viele Kits wie den Schinken und so weiter. Wenn du dann halt keinen Schinken mehr hast, tja, dann hast du halt keinen Schinken mehr, ne? Ist halt so. Gut. Der hat sich da jetzt eingebaut. Das war nicht so nett von dem. 70 Blöcke muss ich mich hier jetzt eben schnell hochbauen. Hat aber wie gesagt auch keinen Vorteil im Kampf. Das heißt, am besten, wenn ihr gut im PvP seid, empfehle ich euch das Kit extrem. Einfach aus dem Grund, weil ihr dann da zwar keine Vorteile im Kampf habt, aber wirklich die Vorteile nutzen könnt, am Anfang sich schnell auszurüsten. Und wenn man am Anfang schnell gut ausgerüstet ist, dann hat man im späteren Verlauf des Spiels auch weniger Probleme, Leute zu töten. So. Finde ich jetzt nicht so nett. Ich hole mir mal eben den Speedblock. Schauen, vielleicht kann ich ihn irgendwie vergiften. Oh. Geportet ist natürlich nicht so schön. Und ja, so.
Gut, also wie gesagt, Ender Kids wird jetzt wieder jeden Tag weitergeführt. Ich werde versuchen, jetzt jeden Tag zwei Videos zu machen. Das heißt, einmal Ender Kids und einmal Desperado. Dann kommt dann in Zukunft auch noch GTA dazu. Das heißt, der Uploadplan steckt voller Überraschungen. Und ich möchte jetzt dann auch bald mal vielleicht eine feste Uhrzeit haben für Uploads, weil das, denke ich mal, besser ist. Ihr könnt mir da reinschreiben, was für euch so eine gute Uhrzeit ist, um Videos hochzuladen. Das würde mich echt sehr, sehr interessieren mal, weil ich ja nicht weiß, okay, wie seht ihr das? Wieso treffe ich den nicht? Ach, der ist wahrscheinlich high oder sowas, weil warum sollte er sonst im Wasser bleiben? Der ist bestimmt high. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Achso, nee, der kann hier nicht weg. Hä? Wieso tut er denn nichts? Ich verstehe diesen Typ nicht. Ui, ui, ui. Jetzt bin ich hinter dem. Der sieht mich nicht. Get wrecked. Easy. So, der ist kaputt. Und dann holen wir uns hier gleich den Helm, würde ich sagen. Da faxen wir gar nicht lange. Entweder der Typ war high. Oder, er hat irgendwie, der hat überhaupt nichts gecheckt irgendwie. Der war ganz langsam und so. Hm, komisch. Hm, Goldapfel können wir uns nicht machen, haben zu wenig Gold für. Okay, ein paar Leute leben noch. Nicht wundern, warum ich jetzt auch immer den Skin hier habe, den ich auch in Desperado habe, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt extra nur für die Aufnahmen jedes Mal den Skin changen werde. Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen too much. Weil ich bin dann oft am Desperado-Server und dann ist es natürlich auch gut, wenn man in anderen Aufnahmen ist, dass man dann auch den Skin hat und den nicht immer irgendwie wechselt. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu, naja, complicated, ne? Und so, da zack, das ist super. Okay, perfekt. Oh, 22 Blöcke, da vorne ist gleich jemand. Okay, der ist nicht so schlecht ausgerüstet. Okay, er ist aber jetzt vergiftet. Finde ich sehr, sehr gut. Okay, er rennt weg. Lava-Eimer haben wir ja keinen mehr. Okay, dafür er. Oh, den haben wir jetzt aber noch bekommen. Nein, nein, wir haben kein Wasser, oder? Okay, das war knapp, Leute. Das war sehr, sehr knapp. Ganz schnell die Sachen hier weg und schnell heilen jetzt, weil wenn der nächste kommt, dann sind wir wahrscheinlich die, die als erste sterben werden jetzt. Okay, jetzt müssen wir weg, weil der, schätze ich, möchte uns jetzt schön abstauben. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht genau einschätzen, welches Kit er ist. Ich kann es echt nicht so genau einschätzen. Ich bräuchte vielleicht, hier den Goldapfel, der wäre ganz gut, wenn ich mir den jetzt reinsnacke. Aber immerhin leben nur noch drei Leute. Und dann kann ich mir noch einen Goldapfel machen. Okay, ja, das ist ein guter Plan. Sorry, dass ich jetzt gerade so konzentriert rede. Aber ich versuche da so ein bisschen eine gute Runde hinzubekommen. Was eigentlich mir persönlich ja nicht so schwer fällt. Das klingt jetzt vielleicht wieder so richtig so, ich bin der Beste, aber das stimmt, ich habe genauso viele Fail-Runden wie gute Runden und meistens überwiegen die Fail-Runden sogar. Also, ja, nein, schon wieder dieser High-Typi hier. Okay, ich habe herausgefunden, der Typ ist High. Ist auch in Ordnung, dann müssen wir den irgendwie anders umklatschen. Dann können wir das jetzt einfach nicht so. Oh. Natürlich ist der High. Sonst würde der nicht immer so kacke im Wasser chillen. Und gegen einen High habe ich persönlich keine Chance. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal hier einen Goldapfel. Da habe ich ja nicht mal mit einem Goldapfel eine Chance gegen einen High. So. Das ist ein bisschen sehr doof. Ich sollte den irgendwie aus dem Wasser rausbekommen. Am besten ich renne einfach an Land und bleib dafür immer. Aber die Map, die ist halt einfach auch zu perfekt für einen High, ne? Weil hier ist überall Wasser, an jeder zweiten Ecke findest du da Wasser und da ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht sollte ich zuerst irgendwie warten, bis der andere auf den geht und dann besiegen wir irgendwie beide den Hai oder so. Wäre vielleicht schlauer, weil wenn er an Land ist, dann ist er schwach. Aber auch nur, wenn er an Land ist. Ui, 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 das habe ich jetzt nicht gemerkt. So, genau, eben, er war jetzt an Land und deswegen war er jetzt zu schwach und der hat jetzt natürlich das perfekte
hier Schwert bekommen, egal, dann mache ich jetzt einfach die Diamanthose. Wir haben ja schließlich noch ein Level und dann gehen wir jetzt aber erstmal in Chan. So, perfekt. Perfekt. So. Haben wir hier irgendwo einen Verzauberungstisch? Hallo? Haben wir hier irgendwo einen Tisch? Weil der hat jetzt ein verzaubertes Schwert. Ich habe Angst vor dem. Aber dann esse ich jetzt ganz schnell einen Goldapfel. Dann habe ich auch Vorteile. Und der ist fast full hier. Und der hat einen verzauberten Bogen. Und das ist das Ungeheuer von Loch Ness. Wenn ich ihn ins Wasser bekomme, ist es perfekt. Nein. Sein Bogen ist echt ein bisschen stark. Vielleicht sollte ich irgendwie einen Wassereimer benutzen oder so. Aber der spammt da jetzt natürlich wie so eine Sau rum. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Weil ich bin gerade so aufgeregt, weil einfach... Oh, ich brauche hier einen Wassereimer. Kacke, ich habe mir nicht mal irgendeinen Eimer. Das ist doof. Dann, wisst ihr was, dann crafte ich mir jetzt einfach einen. Mir egal. I need a Eimer. Und Eimer sind mir sehr wichtig in meinem Leben. So, dann hole ich mir hier jetzt einfach Wasser. Dann kann mir der nämlich auch nichts mehr anhaben hier, wenn er mit seinem scheiß Bogen da kommt. Hui, schnell durch. Dann schnell noch einen Goldapfel. Ja, das wird jetzt ein hartes Duell werden. Okay. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich den irgendwie taktischer bekomme. Oh, geil, jetzt habe ich kein Diamantschwert mehr. Geilo. Aber zum Glück hatte ich ja jetzt noch hier ein zweites. Schnell heilen. Leute. Okay, er ist jetzt da unten. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt hier... Das habe ich nämlich sogar noch verzaubert. Und jetzt ist es weg. Mann. Das ist ja doof. Gegen Ungeheuer, wenn der schon so einen guten Bogen hat, das ist schwer. Das ist echt nicht leicht, Leute. Das ist echt nicht leicht. Schnell noch einen guten Helm besorgt. Hör auf, mich anzuzünden, Mann. Du fuckst mich ab. Oh, gegen Ungeheuer, das sind die größten Bow-Spammer, die es gibt. Das ist... Aber ich meine, was sollen sie dann auch anders machen, wenn die Waffe nichts nutzt? Vor allem, wenn ich dann immer ständig brenne, das ist richtig kacke. Ich müsste eigentlich mit einer Enderperle vorpreschen. Das ist eigentlich das Schlauste, was ich tun kann. Oh, das war auch wieder doof, weil ich einfach daneben geworfen habe. Ich Idiot. So, wo ist mein Wasser? Hier. Okay, Leute, ich gehe jetzt einfach so auf ihn. Mir egal. Nein, geht doch nicht, weil er so einen scheiß Knockback-Bogen hat. Boah, Leute, ich schwör's euch, ich bin einfach gerade so aggressiv auf diesen Typen, weil es einfach nicht sein kann, dass ich den nicht irgendwie da... Dann muss ich den irgendwie durch eine Falle töten. So hat das keinen Sinn. Oder irgendwie durch eine Falle abschwächen. Weil so werde ich wahrscheinlich draufgehen. So werde ich den Kampf verlieren. Ich möchte natürlich jetzt drauf, aber das wäre ja dumm. Wenn ich jetzt einfach so draufbrechen würde, dann würde ich sterben und das wäre dumm. So. Und der ist nicht schlecht mit dem Bogen, der Typ hier. Oh, jetzt kommen wieder die ganzen Pfeile hier von ihm. Und vor allem, der hat ja auch so ein Knockback da oben. Das ist unglaublich. Guckt euch das an, wie ich da wegfliege. Guckt euch das mal an. Aber er spielt ja nicht schlecht, ne? Also er... Das ist auch doof, ey. Kann der seinen Bogen nicht verlieren oder so? Ich wünsche es mir gerade. So. Irgendwie muss ich ja zu ihm kommen. Irgendwie muss das ja so sein. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Okay. Ich wusste, dass wir jetzt geportet werden. Das war gut. Und jetzt werde ich so versuchen, irgendwie zu ihm zu kommen. Oh, er leckt. Das nutze ich jetzt aus. Nein. Nein, jetzt werde ich sterben. Mir egal. Ich möchte... Oh mein Gott, GG. Alter Schwede, das war, ich glaube, einer der härtesten Endkämpfe, die es jemals gegeben hat.
Alter Schwede, ich bin am Zittern ohne Ende. Man hat es wahrscheinlich an meiner Stimme gemerkt, die war richtig zittrig. Einfach nur, weil ich so aufgeregt war und ich nicht wusste, ob wir das jetzt noch schaffen. Der Typ hat geleckt, das konnten wir zu unserem Vorteil jetzt nutzen. Und wir hatten ja im Prinzip im Kampf überhaupt gar keinen Vorteil, weil wir einfach nur Crafter waren. Deswegen. So, gut, Leute. Ich würde sagen, das war eine richtig spannende Ender-Games-Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen für die Leute, die neu hier auf dem Kanal sind. Ihr könnt mir gerne ein Abo dalassen, wenn ihr Bock habt, damit ihr keins der Videos mehr verpasst. Und ja, Dankeschön fürs Einschalten. Ihr könnt mir schreiben, wie euch das Kit gefällt. Und morgen ist dann, Moment, morgen ist dann der Yeti dran. Ein altes Lieblingskit von mir. Und ich würde sagen, macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, Nili! Eww.